Es ist jetzt soweit. Nach so viel Vorbereitung, Organisation, nach einer wirklich eindrucksvollen, guten Auftaktgenerierung, nach einer geilen Stimmung, nach viel musikalischer Unterstützung, wollen wir jetzt uns aufmachen zu den Hamburger Messehallen und wollen den Mächtigen des G20 zeigen, was wir von ihrer Politik halten und sie willkommen heißen in der Hölle. Wir freuen euch, dass ihr euch nicht habt abhalten lassen von der Hetze in den letzten Tagen, die behauptet hat, hier würden nichts anderes als Gewaltexzesse auf die Straße getragen, die behaupten, hier gibt es Menschen, die sich bewaffnen und mit waffenähnlichen Gegenständen jetzt hier die nächsten Tage Jagd auf Bullen machen. Ich finde es ein gutes und sehr solidarisches Zeichen, dass ihr euch von solcher durchsichtigen Propaganda nicht habt abbringen lassen und alle hierher gekommen seid, um ihr gemeinsam ein kraftvolles, ein starkes politisches Zeichen gegen diese beschissene Politik des G20 hier in Hamburg zu setzen. Bevor wir jetzt gleich hier uns auf den Weg machen können, braucht es doch einen kleinen organisatorischen Vorlauf. Es ist so, dass die Demonstrationsspitze sich jetzt gleich bereits in Richtung St. Pauli Hafenstraße formieren wird. Dazu ist es notwendig, dass ihr hier auf der rechten Seite des Fischmarktes bitte eine breite Gasse macht, so dass die Lautsprecherwagen langsam und im Schritttempo zur Spitze der Kundgebung aufschließen können. Ich bitte euch alle hier auf der rechten Seite, macht eine breite Gasse, so dass die Lautsprecherwagen durch die Kundgebung zur Spitze des Demonstrationsbeginns langsam fahren können. Im vorderen Bereich der Demonstration wird es organisierte Strukturen geben. Ihr alle seid dann eingeladen, euch hinter diesen organisierten Strukturen anzuschließen und kraftvoll, mit Elan, mit Spaß, aber auch mit Entschlossenheit jetzt hier mit uns zusammen Richtung Messehallen loszugehen. Und dann noch einen kleinen Hinweis bezüglich möglicher Risiken und Nebenwirkungen des Demonstrierens. Das ist ja heute schon mehrfach angesagt worden. Wer Probleme mit der Polizei bekommt, möge sich bitte daran erinnern, unter der Nummer 040 43278 778 gibt es anwaltlichen Beistand. Meldet euch bei mir an, wenn es notwendig ist. Und bitte vergesst nicht, wenn euch die Anwälte geholfen haben, meldet euch danach auch wieder im Ermittlungsausschuss ab. Ich hoffe aber, dass es nicht nötig sein wird, dass ihr heute die Nummer des Ermittlungsausschusses wählen müsst, sondern dass wir statt deswegen jetzt hier zusammen uns auf den Weg machen können. Viel Spaß! Wir haben uns mal hier einen Gefahren gefangen.